Herzlich willkommen zum Podcast des Bereichs Uhr- und Umformtechnik am Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung der Otto von Guericke Universität Magdeburg. In diesem Podcast geht es um den landesweit ersten Ego-Inkubator des Landes Sachsen-Anhalt, der am 16. November 2011 feierlich durch die Wissenschafts- und Wirtschaftsministerin Prof. Dr. Birgitta Wolf eröffnet wurde. Der am Institut neu eingerichtete IGE Ego-Inkubator zur innovativen Existenzgründung durch schnelle Erzeugung von Gussteilen richtet sich vorrangig an Studenten, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiter und Absolventen von Hochschulen, die eine Idee für ein neues Produkt haben und im späteren Verlauf eine Unternehmensgründung planen. Im Inkubator sollen die angehenden Existenzgründer durch technologische und wirtschaftliche Betreuung seitens der Universität auf ihr zukünftiges Unternehmerdasein vorbereitet werden. Die Bestandteile der im IGE Ego-Inkubator abgebildeten Prozesskette zur Erzeugung von Prototypen und Kleinserien soll im Folgenden vorgestellt werden. Die Nutzer haben die Möglichkeit, ihre Ideen für spätere Gussteile durch die Nutzung von CAD-Software an Bildschirmarbeitsplätzen umzusetzen. Im weiteren Verlauf ist ebenfalls die Erstellung einer Negativform, einer sogenannten Gießform, mit Speise- und Anschnittsystem möglich. Diese kann anschließend in den weiteren Prozessschritten des IGE-Ego-Inkubators eingesetzt werden. Vor der Erstellung von ersten funktionsfähigen Prototypen werden zum Teil die Modelle aus Ton oder anderen Werkstoffen geformt. Diese erlauben eine gute Vorstellung über die späteren Geometrien und Maßen aus Prototypen. Zur Überführung dieser Modelle in ein geeignetes CAD-Format steht den Nutzern im Inkubator ein 3D-Scanner für das Reverse Engineering zur Verfügung. Der handgeführte 3D-Farblaserscanner 700CX arbeitet durch die drei eingebauten Kameras mit einer Auflösung von bis zu 0,05 mm und ermöglicht über den Export der aufgenommenen Polygon-Punktewolke als STL-Datei eine Weiterverarbeitung in allen gängigen CAD-Programmen. Vor der Aufnahme eines Bauteils muss der Scanner anhand von Position Targets konfiguriert werden. Diese können auf dem Bauteil oder auch nur auf dem Orientierungsraum vorhanden sein. Im vorliegenden Fall sind diese schwarz-weißen Position Targets auf eine Platte geklebt, auf der das zu scannende Bauteil liegt. Nach erfolgreicher Fokussierung wird der Scanner vom Bediener in einer bestimmten Höhe über das Bauteil geführt. Dabei kann der richtige Abstand am PC kontrolliert sowie der bisherige Stand der Aufnahme überprüft werden. Wie bereits erwähnt wurde, kann innerhalb der Prozesskette zum einen mit dem Positiv- wie auch mit dem Negativ-CAD-Modell der Gießform gearbeitet werden. Beide Modelle können vor dem eigentlichen Gießen des Prototyps in der Simulation hinsichtlich ihrer Gießbarkeit und des voraussichtlichen Erstarrungsverhaltens untersucht werden. Da die numerische Simulation bereits in einem anderen Podcast behandelt wurde, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet und der nächste Prozessschritt, das 3D Rapid Prototyping, behandelt. Nachdem vom Prototypen eine STL-Datei als Modell durch Konstruktion oder 3D-Scan vorliegt, kann dieses Modell beispielsweise als positiv in 3D gedruckt werden. Dafür steht im Inkubator ein 3D-Drucker Z-Printer 310 Plus zur Verfügung, mit dem ein Modell mit verschiedenen Materialoptionen erstellt werden kann. Das Modell kann dabei bis zu 20x20x25 cm groß sein. Im hier zu sehenden Fall wurde eine Gipskeramik verwendet. Der Drucker trägt einzelne Schichten mit einer Höhe von ca. 0,1 mm auf und verbindet die einzelnen Schichten mit einem speziellen Binder in den Bereichen, die das spätere Teil ergeben sollen. Nach Abschluss des Druckvorganges muss aus dem Bauraum das überschüssige Material entfernt werden. Dieses wird über einen speziellen Sauger entfernt und findet bei späteren Druckvorgängen wieder Verwendung. Nach Entnahme des Teils wird dieses in der Powder Recycling Station durch Druckluft vollständig von überschüssigem Material befreit. Bei der anschließenden feinen Säuberung mit dem Pinsel kann der Nutzer die Qualität des Drucks überprüfen, bevor am Modell die nächsten Bearbeitungsschritte erfolgen. Um die mechanische Belastbarkeit des Modells nach dem Druck zu erhöhen, wird in einem Ofen der im Modell enthaltene Binder getrocknet. Je nach Größe des Teils und des verwendeten Materials ergeben sich unterschiedliche Trocknungszeiten und Temperaturen. Um die mechanischen Eigenschaften des Materials noch weiter zu verbessern, erfolgt nach der Trocknung eine Infiltration des Materials mit einem speziellen Kleber.
Dieser dringt vollständig in das Material ein und sorgt dafür, dass nach dem Aushärten das Modell selbst bei stärkeren mechanischen Beanspruchungen wie Bohren oder Fräsen nicht bricht. Während der Infiltration ist darauf zu achten, dass der Kleber in jeden Bereich des Teils eindringen kann. Nur dadurch wird eine ausreichende Festigkeit gewährleistet. Nachdem das Modell nun ausreichende mechanische Eigenschaften besitzt, kann es zur Erstellung einer verlorenen Form genutzt werden. Dafür werden neben dem Modell noch weitere Einsätze verwendet, die anschließend den Formhohlraum mit notwendigem Speiser- und Anschnittsystem abbilden. Die Erstellung einer verlorenen Form ist fester Bestandteil der universitären Ausbildung am Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung und wurde bereits in einem vorangegangenen Podcast ausführlich behandelt. Aus dem Induktionstiegelofen erfolgt der Abstich der entgasten und behandelten 740 Grad heißen Aluminiumschmelze in eine Gießpfanne. Nach Entfernung der Oxidhaut erfolgt ein Abgießen der Form mit einer Temperatur von ca. 710 Grad Celsius. Nach der Erstarrung erfolgt das Entformen und Kühlen der Gussstücke, bevor das Speiser- und Anschnittsystem entfernt werden kann. Nun kann das fertige Gussstück begutachtet und eventuell weitere mechanischen Bearbeitung bzw. Tests unterzogen werden. Falls auch Sie Student und eine Idee für ein neues Gussprodukt haben, so stehen wir Ihnen gerne für Anfragen unter der eingeblendeten Mailadresse zur Verfügung. Soweit zum Ego-Inkubator für innovative Gussteilentwicklung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.